Willkommen zurück. In Mandala ist irgendetwas vorgefallen. Um genau zu sein, sind die Monster hier eingefallen und haben Leute entführt und Gegenstände entwendet. Die Stimmung ist ziemlich im Keller, aber vielleicht können wir das ja ändern, wer weiß. Wir sind nicht umsonst hier mit unserer fröhlichen Truppe, was einen ziemlichen WTF-Moment ausgelöst hat zuletzt, aber reden wir nicht über deren Angewohnheiten. Versuchen wir, alles wieder normal werden zu lassen oder so. Aber Rithia wird unser Dorf allmählich ausbluten. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, sind wir dem Untergang geweiht. Sie sagt, dass sie wiederkommen werde, um ein weiteres Mal zuzulangen. Aber was können wir noch ihr noch geben? Wir haben ja doch schon alles ausgehändigt, was uns etwas bedeutet. Aber Rithia hat diesem Dorf alles geraubt, was von Wert ist. Alles. Wir haben nichts mehr. Was sollen wir tun, wenn sie zurückkehrt und noch mehr haben will? Der Gedanke ist wirklich sehr beunruhigend. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Das ist natürlich nur zu verständlich. Mal sehen. Müssen wir nach oben? Ich denke, wir müssen nach oben, oder? Ich denke, das würde Sinn ergeben. Wollen wir doch mal sehen. Die Ruinen sind völlig ausgestorben. Schon irgendwie traurig. Ich habe gehört, dass es dort früher ein Wandbild gab, das Touristen aus aller Welt anlockte. Wie bitte, mein lieber Rio? Ich habe gesehen, dass er diesen Paar heimbegleitet hat. Sein Haus steht direkt vor der Kirche, glaube ich. Ach so, okay. Dann gehen wir erstmal dahin. Alles klar. Gut. Ups. Eier. So, da sind wir also richtig. Da, you are okay. You are not hurt. Oh, what a relief. I was fearing the worst for you, especially after little son has gone missing, you know. Your boy is missing. Oh, honey. Ugh. Where that selfish child chooses to go is none of my concern. You must forgive him. His wife died recently, you know. And now his son is gone missing. It is very hard for him. Do you know of the monster Avarith? She appeared in the village with her foul friends soon after Yggdrasil fell and the darkness came. We were paralyzed with fear and could not run away. Then she gathered us all in the square. Give me your valuables, she said. Tell me what is most precious to you. I will protect it. People were so scared. They obeyed her without thinking. They gave her money, husbands, wives, even children. But the wicked creature lied to us. She did not protect the things we gave to her. No, she took them and ran away. Oh, that's just awful. Oh, if there's one thing I hate, it's dirty, rotten liars. Don't worry, honey. We're gonna get all your stuff back. All of it. Really? But Avarith is very strong. Very powerful. Oh, it'll take more than a common thief to stop me. I won't let you down. You know what they say? A knight's word is his bond. A knight? Avarith went south with everything she stole. She has a lair there, I think. Then let's get after her. We've got an evildoer to punish. Alright, das klingt doch gut. Das ist doch genau unser Stil. Jawohl. Na gut, brechen wir also allmählich auf. Dieses Monster Avarithia kam hierher und verkündigte, sie sei eine Dienerin Hakrimor. Sie sagte, wenn wir ihr unsere wertvollsten Besitztümer nennen, würde sie sicherstellen, dass uns zumindest diese nicht genommen werden. Das war eine Lüge. Sie wartete, bis alle ihre Schätze genannt hatten und dann holte sie sich diese und brachte sie in ihr Versteck. Hä? Oh, das ist südlich von ihr, glaube ich. Alles klar, Leute. Dann strengen wir uns mal an. Hm? Südlich von hier. Da war doch schon mal was, oder? Da konnte ich aber damals nichts machen. Das wird also wahrscheinlich genau dort sein. Und Rio verfolgt uns jetzt einfach, aber der ist nicht wirklich dabei. Na sowas, aber der wird sich sicherlich zum Schluss dann wieder anschließen. Hoffentlich wieder mit einem schönen neuen Talentzweig. Das würde mich insbesondere freuen. Also raus hier. Erstmal. Wollen wir noch mal sehen, wie wir die aufhalten. Aber ich bin schon ganz erpicht darauf. Endlich mal wieder ein schöner Kampf. Ach du meine Güte. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wirklich?
Wirklich, Leute. Und dann auch noch diese Musik. Was macht er eigentlich? Er ist einfach nur sichtlich verwirrt. Ha. Ja, ich wäre auch verwirrt. Aber der komische Fluggegner, der verfolgt uns trotzdem. Na gut, gehen wir weiter. Genug davon. Da drüben trommeln auch ein paar Kreaturen, das passt ja. Erstmal, dieser Funkelfleck, der wurde noch nicht abgegrast und bringt uns Platinerz. Tja, ein wahrer Fail. Der uns auf ewig verfolgen wird. Aber erstmal nichts wie weg. Kann er eigentlich nur hier sein? Also, los geht's. Wen haben wir denn da? Wow! Your parade looks fun! Where are you going? Hi there, little one! We're just off to hunt down the horrible, nasty monster who's been kidnapping people from the village. Is your father named Dar? So you were not abducted? And what are you doing in such a dangerous place? Your father is worried about you. My father does not care for me. He cares for my mother's necklace more than anything else. He told the monster so. I thought he would say I was the most precious thing to him. It made me very sad. So I decided to follow the monster and get the necklace back for him. Then he will see that I am worth something. But then I strayed too far from the village and became scared. So I stopped here to hide. What your father said was upsetting, I am sure. But this is no place for a child. Come, we will return you to the village. No! If you are going after the monster, I am coming with you. I have to get my mother's necklace back. Oh, don't be such a spoilsport, Hendrik. We'll look after the little darling. And besides, he'll be safer with us than out here on his own. Very well. But the boy is your responsibility. Thank you! Thank you! I will be useful to you, I promise! The monster went that way. There is a cave on the cape where she is hiding. You heard him, everybody! Let's go teach that dirty bandit a lesson! Wow, die machen sehr auf sich aufmerksam jedenfalls. Aber okay, ziehen wir die volle Aufmerksamkeit dieser Kreatur auf uns. Warum auch nicht? Rein mit uns, Leute. Einfach nur schräg. Okay, na, die haben ja eine ganze Menge angesammelt. Ah, ein Drache. Sieh mal einer an. Ah, now this is a surprise. Not many humans wander in here of their own accord. Avarice, you fiend! You are going to give back what you've taken and let all the people of the village go. And you are going to do it now. So that is why you are here! You humans and your heroic nonsense! Still, I suppose you have shown a lot of courage coming here. Very well. Let's say I do give everything back. It's not going to happen for free. You're going to have to give me something to sweeten the deal. How about your most valued possession? That seems like a fair trade, wouldn't you say? Nö, tut mir leid, wir fallen da nicht drauf rein. Wait! If you wish to make a deal, fiend, you must make it with me. I have something for you. Something soft and warm and fragrant. Something I just know you are going to love. Oh,
What is it? What is it? It sounds amazing! I have to see it right now! Hand it over! Hand it over! With pleasure! I do hope it brings you joy. Let me see! Let me see! Ugh! What is that awful smell? Oh mein Gott! Was hat er getan? You! Do you think this is some kind of joke? Einfach am Trollen, der Typ. Jawohl. Oh, don't you like it, honey? I chose it especially for you. Die Musik dazu perfekt. For this, Avaris will not be mocked by a silly, dumb-top little human! Maybe this will teach you a lesson! Huch! Die Gruppe wird daran gehindert, Zauber zu wirken. Na sowas. Don't bother begging for mercy. Your lives are mine now. And I'm not giving them back. Das Gefährliche sind natürlich, dass wir jetzt keine Heilzauber mehr vor allem wirken können. Aber Fähigkeiten sollten ja unbeeinflusst davon sein. Das ist das Praktischere. Gut, das brauche ich natürlich jetzt alles nicht zu versuchen. Ah, der Quadrahieb. Aber hier sollte immer noch Drachenhieb um einiges effektiver sein als irgendwas anderes. So, Hendrik ist theoretisch auch ready. Wir könnten die prachtvolle Parade auch erstmal raushauen. Ja. Gar nicht mal so übel. So, was machen wir hier? Wir haben ja doch einiges. Ich meine, auch das Perlentor zum Beispiel ist ja neu. Stecken des Erweckens. Ja, wir haben ja so viele gute Möglichkeiten inzwischen auch generell uns dennoch zu heilen. Das sollte nicht das große Problem sein. Ich glaube sogar, ich mache erstmal den gerechten Regen. So, genau. So können wir uns ja trotzdem buffen. Oder macht nicht gerade viel Schaden. Knusper. Wir sollten also auch ihn daran hindern, beziehungsweise sie, irgendwelche Zauber rauszuhauen. Das hätte ich vielleicht auch gleich machen können. Ist die halt die Frage, wie gut unsere Chance steht. Ich glaube, das wird ein sehr nerviger Feind. Was ist das denn jetzt? Der furchtbar hoch. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie, dass die da runterprügeln können, vielleicht. Ah, sinkt erheblich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Oh, schnarch. Wenigstens wurde er verfehlt. Ich muss sie wirklich daran hindern. Wir probieren das mal. Antimagie. Schade, das geht nicht. Ob das generell nicht geht, frage ich mich gerade. Ah, sehr gut. Das kann er auch machen. Perfekt. Ja, weiter Drachenhieb, klar. Ja, jetzt wo die Abwehrkraft ordentlich gesenkt wurde, geht das dann auch mal. Wir brauchen aber nebenbei ein paar andere Talente. Stab der Erlösung zum Beispiel auf dich selber, wäre mal ganz praktisch. Jo. Das hilft zumindest ein bisschen. Oh, Verfemung. Ah, wurde nicht davon betroffen. Sehr schön. Aber Knusper zum Beispiel, das ist schon übel. Das tut schon gut weh. Hendrik schläft natürlich. Und verliert dabei auch noch die Macht der Kräftigung. Na ganz, ganz klasse. Das jetzt, wo Chris gekräftigt wird, ist halt schon der übelste Troll. Ne? Das ist halt schon nervig. Ah, Mega-Stärkung wieder. Normale Abwehrkraft, die ärgerlich. Nein, 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 nein. Hier wird nicht rumgecastet mit solchen Sachen. Danke, Hendrik ist wieder aufgewacht. Er hat jetzt wieder normale Blockchance, aber was wir natürlich machen, ist der Panzerhacker nochmal. Ah, jawohl. Die Chance scheint in diesem Spiel echt ausgezeichnet zu sein. Wir sollten uns trotzdem nach wie vor, glaube ich, heilen. Mit Fähigkeiten eben. Aber jetzt dürften wir richtig viel Schaden machen. Oh ja, das lohnt sich. Arionaldo kann jetzt wieder Zauber wirken. Er hat Feuer entfacht, alles klar. Das betrifft uns ja jetzt nicht. Ja, man könnte natürlich auch sowas raushauen. Ganz im Ernst, warum eigentlich auch nicht? Ja, ist ja trotzdem ordentlicher Schaden. Autsch. Die kann besser auszahlen, als ich dachte. Edge.
Ach so, dann ist das doch vorhin anscheinend generell weggegangen. Wir können jetzt auch die Axt des Bösen auspacken, wenn wir das wollen. Ach nee, Quatsch. Die Axt der Angst war es, der Einzelschlag, genau. Oh ja. Scheint auch schon gut gelitten zu haben, das ist sehr schön. Ja, das kriegen wir hin, oder? Leider lässt die Wirkung allmählich nach von dem gerechten Regen, das macht aber auch nichts. Hoffen wir mal, dass hier nicht noch gekräftigt wird irgendwann. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Das wird jetzt nochmal wehtun. Ja, das war übel. Ich glaube aber mit einem Perlentor und noch ein paar anderen Sachen kriegen wir das hin, ohne Probleme. Dann geht das schon. Ja, komm, haut einfach mal richtig fett drauf. Axt der Angst wieder. Ich glaube, die kriegen wir so platt. 333, 77. Und ich glaube, der letzte Drachenhieb wird es beenden, oder? Bin mir da recht sicher. Komm schon. Bam. Jawohl. Dachte ich mir doch. Ausgezeichnet, Leute. Das hat Spaß gemacht. Netter kleiner Kampf. 9500, jawohl. Und natürlich ein Stufenaufstieg auf 34. Sehr, sehr cool. Holen wir überhaupt irgendwas noch raus? Ich weiß ja nicht. Ach, guckt mal, der untere Zweig wurde sogar rausgenommen. Das kommt mir jetzt erst. Der Weg des Lichtbringers ist draußen. Habe ich nie drauf geachtet, lol. Krass, okay. Dann war es also wirklich eigentlich sehr, sehr gut, dass wir sogar in die Richtung komplett gegangen sind. Wobei, wahrscheinlich hätte man sonst einfach die Talentpunkte bekommen dafür, aber naja. Hemmungsloser Hieb würde man hier lernen und später kann es dann hier weitergehen. Bin ich dann mega gespannt, was uns da erwartet. Aber es dauert noch ein bisschen, weil 16 Punkte hier und 12 da. Und erst dann habe ich das Mitteltalent. Aber ich freue mich drauf, das wird super. Bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Cursive! How could I have lost? Impossible! Tja, und weg. RIP. Ha! That's what you get for being a nasty, greedy girl. Everybody, are you okay? You are not hurt. Jawohl. Happy End. Ist doch schön. We are fine, thanks to you. Our brave little son. Avarith only kept us prisoner. She did not hurt us. You saved us. I do not know how to thank you. Fair maiden, a smile will more than suffice. Hat er die Halskette wieder an? Die hat er gesucht. So viel Gold. Here it is! My mother's necklace! Oh, but... No, it is broken. I cannot take this back to my father. It will only make him more sad. Oh, of course it won't, you silly boy. Na, hilft er auch noch dabei? Das kann er wohl auch noch. Your daddy ever tell you it's the thought that counts. It could be smashed to pieces and you'd still be his little hero. All right, time to take Son and the others back to the village in style. Come, darlings, your parade awaits. Nein, nicht schon wieder. Rio. We'll be having all kinds of fun. Ciao for now. Die Parade. Was ist bei dir falsch gelaufen? Was? Ich will es wissen. Ach du meine Güte, so viele Schätze, die wir natürlich alle nicht an uns reisen können. Yippie! Wäre auch zu schön, eine tolle Belohnung zu bekommen, hm? Aber okay, es ist der Wille, der zählt, um ihn mal zu zitieren. Alright, hey, hier haben wir anscheinend auch noch ein Buch. Oder war das das, was man einfach nicht lesen konnte, weil wir waren hier schon mal? Lehren des Tristan, ja. Das wir immer noch nicht lesen können. Leider. Bedauerlicherweise. Also gehen wir wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Auf die Schnelle. Ah, wir müssen die Parade gar nicht ertragen. Das ist ja praktisch. Lieber genieße ich den sanften Regen. Das ist ja auch was Feines.
Sanfter Regen ist was Schönes, Leute. Wenn die Temperatur stimmt. Dafür machen die jetzt ein bisschen ihre Parade. Ich sehe schon, hier wird rumgetrommelt wieder. Eieiei. Aber egal. Was zählt ist, dass wir am Ziel angekommen sind jetzt. Hoffen wir, dass es keinen Ladebug mehr gibt. Das war vorhin echt komisch. Aber nun gut. Yeah. Mandala. Jetzt ist die Stimmung hier tatsächlich gut. Immerhin. Aber hier abgeht einfach, Leute. Werter Herr, ich habe gehört, dass ihr den Diener des Fürsten der Schatten besiegt und die entführte Bewohner von Mandala gerettet habt. Alles ist ganz außer sich vor Freude. Vielen Dank, mein Herr. Danke, dass ihr uns Avaritia vom Hals geschafft habt. Alter Schwede, der geht ab. Der geht so ab wie das Star Wars Kit von YouTube, Leute. Krass. Nun, mein Herr, ich muss zugeben, dass ich euch nicht für stark genug gehalten habe, Avaritia zu besiegen. Aber ihr habt es geschafft, danke. Ihr solltet Paar Bescheid sagen. Bestimmt ist er in seinem Haus vor der Kirche. Yeah. Und sogar sie. Wir haben es geschafft. Wir alle haben uns der Parade angeschlossen, um den Leuten wieder ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und genau das haben wir getan. Die Schoßhunde des Fürsten der Schatten können es nicht mit uns aufnehmen. Okay, immerhin. Werter Herr, habt unser Dorf gerettet. Wir wären ohne euch wahrscheinlich völlig vernichtet worden, ja? Ich kann euch gar nicht genug danken. Mein Mann ist auch sehr, sehr dankbar, aber er ist im Moment ein wenig aufgewühlt. Das ist für ihn recht ungewöhnlich. Normalerweise ist er eher der starke, stille Typ. Aber ich muss schon zugeben, dass ihr mir diese neue Seite, dass mir diese neue Seite gut gefällt. Ich hoffe, sie in Zukunft öfter zu sehen. Ich bin ja so glücklich. Ich habe mich so sehr vermisst. Ja, yeah, da weint er wieder. Davor hat er aber auch schon geweint. Naja, okay. Das war übelst gute Arbeit von den Jungs von der Parade. Die haben uns aus dem Kitchen geholt und zurück ins Dorf gebracht. Nun, wir sind unterwegs bei Monstern über den Weg gelaufen. Aber unserem neuen Gumbel Rio konnten die gar nicht. Gar nicht, Leute. Ach Gott, ey. Die Touristen sind wieder am Start. Eure frische Luft tut mir gut. Wenn man eine Weile in der Zelle hocken tut, lernt man die kleinen Dinge erst richtig zu schätzen. Ich will euch nie anlügen. Ich hab gedacht, ich wäre erledigt. Ihr und eure Gumbels habt mir einen riesen Gefallen getan. Und mein Mädel, doch, ihr seid ein wahrer Champion. Oh Gott. Warum? Warum gibt es euch überhaupt? Naja. Die Paradeburschen sind so froh und munter. Wenn ich sie sehe, komme ich mir ganz albern vor, weil ich mir Sorgen um meine verlorenen Besitztümer gemacht habe. Ihretwegen habe ich erkannt, was wirklich wichtig ist, ja? Geld und Gegenstände lassen sich ersetzen, Menschen aber nicht. Sehr schön. Lektion gelernt. Da sind wir alle froh. Ja, ich war mit einem großen, gruseligen Monster in einer Höhle eingesperrt, aber ich habe mich nicht gefürchtet. Ich habe immer daran gedacht, dass jemand kommen würde, um mich zu retten. Meine allerliebste Enkeltochter ist nach Hause gekommen. Werter Herr, ich kann gar nicht in Worte fassen, was ich empfinde, aber vielen Dank. Ja, ne? Das ist unser Job. Werden wir dafür richtig bezahlt? Nein. Drachenstarke Designs. Achso, die kannten wir alle schon. Schade. Ich dachte, da wären wir vielleicht nicht gewesen. Das wäre auch interessant, wenn man nachträglich irgendwelche Eingänge freischalten würde. Gibt es hier neue Sachen? Nee, oder? Nö. Schade. Hier ist es doch irgendwas von einem tollen Schild. Wir können aber nichts nachkaufen. Das wäre eigentlich auch interessant gewesen. Wenn er quasi einen besonderen Schild in Zukunft dann ein Angebot hätte. Aber nö. Auch das bleibt uns verwehrt. Okay. Die freuen sich alle, sind ganz außer sich. Gehen wir doch mal rüber. Ah, hier ist ja Rio. Chris, mein Lieber, da bist du ja, der kleine Son. Son hier wollte seinem Vati gerade einen Besuch abstatten. Hör mal, warum sagst du ihm nicht ein paar aufmunterte Worte, um ihn auf die Sprünge zu helfen? Das wird er bestimmt zu schätzen wissen. Aber die Halskette ist kaputt gegangen. Mein Vater wird mächtig wütend sein, wenn er sie sieht. Sei nicht albern, Schätzchen. Wie könnte er wütend sein, wo du noch gesund und munter zu ihm zurückkehrst? Rede einfach mal mit ihm, ich werde hinter dir stehen. Also gut, ich habe zwar Angst, aber ich werde es tun. Dann sehen wir gleich, wie er so aufgestellt ist. Ich meine, das sollte ihm ja eigentlich wichtiger sein hier, das Wohlergehen seines Sohnes. Der auch noch Son heißt. Hallo, Father. I brought Mother's necklace back from the lair of the beast for you. But it is broken. You did what? Foolish child!
Hm? Ha? Huh? You... You could have been killed. And then where would I be, hmm? Without you, my most treasured possession. Huh? But you said that Mother's necklace was your most treasured possession. I said it, but I did not mean it. How could I? Don't you see? I did not trust the monster, so I said a lie. I lied because I wanted to protect you. Really? I thought you did not care about me. I'm so sorry. You must have been so worried. Oh, was für ein schönes Ende. Ist ja alles nochmal gut ausgegangen. Das war wirklich jetzt eine sehr herzergreifende Sache. If only he and his father had simply been honest with one another. Eigentlich ganz interessant, wenn man die Szene so hat, mit diesem Text, den will man fast jetzt für sich stehen lassen. Der ist tatsächlich eigentlich so unglaublich wertvoll gerade. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Kaum zu glauben, dass alles nur ein Missverständnis war, wären er und sein Vater nur ehrlich zueinander gewesen. Tja. Ne? Interessant. Yes, if only. I'll see you both outside, okay? Er hat aber auch noch irgendwas zu verbergen, da bin ich mir ganz sicher. Also Rio, der verhält sich so komisch. Der hat garantiert was zu verbergen noch. They are the ones who rescued everybody. Das scheint ihn ja jetzt auch irgendwie berührt zu haben, interessanterweise. Oh. I cannot thank you enough. You are true heroes. The first time we met, when you rescued me, I was searching for Son. But I had to pretend that I did not care, in case the monster came back and realized that I had lied. I hope you understand. So ist es also. Na gut, kann man verstehen. Ein Ehrenmann, Leute. The feathers. I wanted to say thank you. Silvando left for us suddenly. Perhaps we should go and look for him. Genau, ich denke, das ist jetzt sehr wichtig. Wir wollen doch auch, dass er sich uns auf jeden Fall wieder anschließt. Natürlich freue ich mich darüber, dass Sohn und sein Vater sich wieder gut verstehen. Selbstverständlich tue ich das. Die ganze Sache hat mich einfach nur so aufgewühlt. Was sagst du? Du suchst nach Rio? Ich habe gesehen, wie er die Treppe hochgegangen ist. Weit weg. Ist noch... Weit weg? Was? Weit weg ist noch nicht, glaube ich. Ist er noch nicht, meint er. Ha? Weit weg ist noch nicht. Alles klar. Er ist einfach so aufgewühlt, dass er schon eine korrekte Grammatik vergessen hat. Ich kann darüber hinwegsehen. Er ist einfach zu ergriffen von der ganzen Geschichte hier. So, was ist mit dir los, Rio? Komm schon. Schließ dich uns wieder an, wie in guten alten Zeiten. If only he and his father had simply been honest with one another. Hier ist echt wieder quoted. Interessant. Ah, you scared me! How long have you been standing there? Ah, never mind. It was nice to see Son reunited with his father, huh? But there are some who will never be reunited with their loved ones. Some bridges that will never be repaired. Can I ask you something? Mordegon is... he's super powerful, right? Powerful enough to destroy our world. You've seen that power for yourself, but you still want to fight him. Don't you? Also eigentlich ja nicht, ne? Das mache ich jetzt einfach mal scherzhalber. No, stop it, you. I know you're more determined than ever to take him down. Natürlich. You really are a hero, huh? You know, I thought it was enough. Traveling the world, trying to put smiles back on people's faces.
But what good is a smile here and there if the Lord of Shadows could snatch it away at any moment? What I'm saying is, I have to leave my beloved parade and come with you. It's the only way. Sehr schön. But there's something I want you to help me with first. It's all well and good me going and getting my head squished by Mordegon, but I can't do that to my darling boys. So we have to leave them somewhere safe, with somebody who can look after them. Now, I know just the place and just the person, but... Well, there's no good way of saying this. I'm petrified of seeing him. So you have to come with me. You will, won't you, darling? No. Oh, don't be a big me. Now's not the time. You'll come with me, won't you? Natürlich. Oh, thank you. I knew you'd say yes. Okay, I'm going to go break the news to my little soldiers of Smile. Meet me outside the village, all right? Soldiers of Smile und die lachenden Legionäre. Wunderbar. Wie gut das auch passt. Da haben sie auch wunderbar das Stilelement beibehalten. War wieder schön zu beobachten. Ja, die deutsche Übersetzung ist an sich wirklich, wirklich gut gemacht. Da kann man nicht meckern. Die ist auf höchstem Niveau. Ist halt wirklich nur der Name-Change, der nun wieder ein bisschen schade ist, aber ja gut. Die hat wahrscheinlich einfach nicht die Dokumente halt für die Synchronsprecher vorliegen. Das ist dann allerdings das Versäumnis von Square wahrscheinlich. Die Parade hat vor kurzem das Dorf verlassen. Ich frage mich, was wohl vorgefallen ist, dass sie so plötzlich abgereist sind. Also gut, rennen wir runter. Ich will unbedingt wieder mit Rio unterwegs sein. Auf dass wir wieder ein wunderbares, vollständiges Team erstmal haben. Um im Kampf komplett abzugehen. Hertha, ihr seid doch derjenige, der die Parade anführt, nicht wahr? Ich habe gesehen, wie alle eure Freunde vor kurzem das Dorf verlassen haben. Werden sie wieder zurückkommen? Ich denke schon, irgendwann. Das werden sie? Ach, das ist ja großartig. Dank ihnen haben hier in Mandala alle wieder neuen Mut gefasst. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit haben werde, mich bei ihnen dafür zu bedanken. Schön. Ja, das war wirklich ganz nett. Hat sehr verrückt angefangen, das muss man ja sagen. Ein bisschen enorm schräg. Aber das Ende war in der Tat ein sehr, sehr schönes, ein sehr erwärmendes Ende. Da sind ganz nette Worte gefallen, meiner Meinung nach. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein klassisches Happy End irgendwo, aber wie gesagt, mit starken Worten. Darlings, I have an announcement to make. My parading days are over. No! Die Reaktion einfach. But do not fear. It will only be for a little while. I will return as soon as the Lord of Shadows is defeated. We understand, Sylv. That Mordegon's stolen enough smiles. Someone's got to stop him. Yeah, you go and do what you gotta do, Sylv. We'll be heartbroken without you, of course, but we'll survive. And if anyone can show that rotten spoilsport what's what, it's you. Exactly. We'll never get those smiles back if I don't do this. And I won't be leaving you high and dry. I'm going to ask my papi to look after you in Puerto Valor. Puerto Valor? Wait. Surely not. Surely you cannot be Don Rodrigo's. So you finally figured it out, huh? Same old stone-headed Hendrik. Such a sweet, simple boy. Was ist denn jetzt los? All right, my little champions of cheer. Let's go show Puerto Valor how to party!
Okay, zum einen mal wieder geniales Voice-Acting, die einfach manchmal Vokale langziehen kann. Und das mit diesem hohen Ton ist phänomenal. Aber was war das für eine Reaktion gerade? Hendrik, ist bei dir alles in Ordnung? I cannot fathom it. The boy is unrecognizable. And he has abandoned the name his father gave him. Don Rodrigo must be furious. Mm-hmm. Forgive me for my lack of composure. This has all come as quite a shock. Silvando is none other than the son and heir of Don Rodrigo, the noblest and most revered of all knights. It was always assumed that he would follow in his father's footsteps. But the two had a terrible argument, and the boy left Puerto Valor, never to return. Oha. Till now. So ist das also. But perhaps this is not such a bad thing. I have been meaning to visit Don Rodrigo and seek his counsel. Very well. It is not far from here to Puerto Valor. The road will take us north, then east. Come, let us follow the parade. Du meine Güte. Wirklich? Alles klar, wir sind also wieder unterwegs. Hui. Sehr spannend, muss ich ja wirklich sagen. Genau, da geht's zur Costa Valor. Eigentlich haben wir jetzt wieder zwei Möglichkeiten, oder? Ich denke schon. Wir könnten ihm dort einen Besuch abstatten, wir könnten aber natürlich auch weiterreisen. Nach Yggdrasil zurück, nach Antiquia, um genau zu sein. Das könnte man sich ja auch ansehen, denke ich mal. Interessant, Leute, sehr interessant. Wartet mal ganz kurz, ich wollte eigentlich die Weltkarte immer nochmal angucken. Wie war das nochmal? Müsste doch auch gehen. Genau, hier. Alright, wir sind gerade dort unten, genau. Ach nee, Quatsch, wir können da ja gar nicht hin, oder? Nee, von hier aus gibt's ja gar keinen Weg, glaube ich. Oder? Ach egal, ich werde ihm sowieso erstmal folgen, glaube ich. So oder so. Und eventuell ist es ja sowieso die einzige Möglichkeit. Hi Typ, vielleicht nur das hier mitnehmen. Tschüss. Ach du meine Güte, was ist denn hier los? Okay, egal, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part von Dragon Quest XI. Bis bald.